Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins hier bei Explorer EP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Memphis. Letzte Folge und haben da den Regionsboss erledigt, mehr oder weniger. Die Echse. Wir werden jetzt hier noch ein paar Nebenquests annehmen, noch Sachen abarbeiten, wo wir noch nicht waren, sprich Sehenswürdigkeiten etc. pp. Und als nächstes steht die Umorphi-Villa auf dem Plan. Mal sehen, was es da auch mit auf sich hat. Wir können auf jeden Fall einen Schatz looten. Und werden uns wahrscheinlich ein bisschen durchprügeln müssen. Gehe ich mal schwer davon aus. Wow. Und dann werden wir uns weiter unserem Questlog widmen. Alter! Ist echt verwinkelt hier. Was bist du? Nichts. Das wird auch mal was. Der Bike. Plups. Nein! Sind wir bald da? Okay. Das ist nicht hier im Tempel, oder? Dort oben ist die Villa. Die nächste Quest ist eigentlich dann fast auch in der Nähe. Das trifft sich dann gut. Sperrgebiet. Diese Zone ist tabu. Okay. Sanju! Noch schon einer rausgetigert. Ich glaube, der liegt schon direkt ganz gut da. Vielleicht können wir schon rein den Schatz looten und direkt wieder raus. Wir fingen an, Geschenke und Gaben für die Festspiele zu sammeln, doch unser Wagen ging in die Brüche. Einer der in der Nähe lebenden Priester hat uns gnädigerweise angeboten, seine Villa zu nutzen, während wir auf die Reparatur warten. Wir fahren bald los, doch wenn die Menschen wüssten, welche Reichtümer wir unter diesem Dach haben, werde es Aufstände geben, fürchte ich. Okay, dann schauen wir doch mal. Naja. Definiere Reichtum. Okay, da ist noch einer. Hier oben ist kein Reichtum. Da unten sind noch drei Dinger. Kommen wir da so ohne weiteres hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Metzger, der lag wo ganz anders. Ja gut, dann war das schon die Umorphi-Villa. Wo war denn jetzt die Nebenquest? Hier ist eine, da müssen wir theoretisch wieder zurück. Ich würde sagen, gehen wir... Ein Traum aus der Asche. Hört sich schon interessant an. Hallo? So. Ich glaube, wir dürfen wieder aufrecht gehen, mein Freund. So, das war die Taste für aufrecht gehen. Zack! Ein Traum aus Asche. Da
Oben? Nee. Wie kommen wir da rein? Frage. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Da nicht. Da nicht. Seite? Was ist denn das für ein Lumpenhaus? Ah, er wieder. Ich will über meinen Traum sprechen. Natürlich, Erlöser. Aber zunächst musst du mir helfen. Wie? Ich habe Visionen von Gefahren. Eine dunkle Wolke türmt sich über drei Köpfen auf. Ein Abenteurer, eine Herzensbrecherin und ein Bettler sind in Gefahr. Was kann ich für sie tun? Gib jedem ein Amulett, das sie vor der Finsternis beschützt. Einen findest du nahe des großen Tempels, einen im Ostbezirk und einen in den Tunneln, die sich darunter erstrecken. Ich warte an den Kais am Becken des großen Tempels. Neue Quest. Ist das denn jetzt Hauptquest? Hm. Was hat denn unser Questlog? Weil wenn das Hauptquest ist, dann würde ich die jetzt erstmal nicht machen. Nö. Nö. Okay. Ja, Bayek, dann mal los, mein Freund. Wollen wir mal die Amulette überreichen hier? Ja, Medium. Set Biene! Na, Freunde. Ja, wie immer. Alles gut. Wenn wir die Pestbeule fangen, ist sie tot. Okay. Hier war er doch gerade. Wie viel Brot hat er gestohlen? Kennst du den Seher? Den Göttern sei Dank. Er hat Hilfe geschickt. Hallo? Bereit zu kämpfen, Magi? Natürlich. Komm. Jetzt? Ausbringen? Das war's. Freiheit! Ist Latscher da wieder rein, oder was? An uns kommt keiner vorbei. Okay. So, 300 Meter, 500 Meter. Müssen wir ihn jetzt abliefern, oder? Eskortiere den Bettler aus der Villa. Hab ich doch. 300 Meter. Den Weg zurück, muss er dahin? Hanichiro. Hanichiro. Wo muss denn der hin jetzt? So, hier ist dein Freund. Bring ihnen rasch die Amulette. Die Bedrohung wächst. Aktuelles Ziel. Finde die Kunden des Eos und bringe ihnen die Amulette. Wir müssen nochmal zurück. Aber warum? Haben wir irgendwas übersehen? Ein mysteriöses Rätsel. Wir müssen ja irgendwas machen, ne? Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja, ist gut. Ich decke dich. Alles gut, Philos.
Das ist der Brief, den haben wir ja schon gelesen. Sonst noch was? Meter nach oben. Also, hä? Wir müssen da oben begleiten und dann läuft er los, oder was? Oder müssen wir ihm hier das Amulett übergeben? Ich verstehe nicht. Da. In diesem Busch. Ja, super. Du bist ein guter Kämpfer. Ich tue mein Bestes. Das erste Mal haben sie mich kalt erwischt. Der Seher schickt dir dieses Amulett, um dich vor weiterem Schaden zu bewahren. Meine Kinder können keine Steine essen. Mehr als das kann ich nicht für dich tun. Möge dir das Glück wieder hold sein. Verzeih meine Unhöflichkeit. Du hast schon dein Leben riskiert, um mich zu retten. Solange ich am Leben bin, gibt es Hoffnung für meine Familie. Jut. Der nächste ist hier. Oh je. Oh Gott. Kurz porten, oder? Ja, komm. Porten. Performance Tools. Möchtest du die Performance deines Spiels analysieren, dann geh im Menü Grafikoptionen auf die Seite Performance Analyse und sieh dir eine detaillierte Performance Statistik an. Ja, Senjo werden wir es rufen, allerdings möchte ich dies dann hier machen. Okay. Dann mal los. Ja, er kommt da nicht durch. Ich will nicht durchs Wasser. Müssen wir da jetzt... Was ist jetzt wieder? Rein. Was ist denn da? Diese Tunnel hat der Seher erwähnt. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Jut, jut. Irgendwann mal irgendwo an? Frage? Was? Was? Hey, was? Tütü. Aber hier waren wir noch nicht. Hier ist nur ein Schatzilein. Na komm. Hey! Angriff! So. Kurz den Kiefer gespalten. Sonst noch was zu holen hier? Hey, was? Ah, da ist einer in der Ecke. Ich spreng dich um! Alter. Ich hasse Schildträger.
Du hättest nicht herkommen sollen. Ja, ist gut. Das Öl wahrscheinlich auch anzünden können, aber gut. Ist mir da lang? Ich würde jetzt mal behaupten, ja. Ich hab hier, um zu tauchen. Was ist denn da unten? Ist hier irgendwas? Schon. Ist doch garantiert falsch. Bist du? Ja, die Kugel kann ich vergessen, ne? Oder auch nicht? Verwirrt. Ich bin verwirrt. Geht's denn hier irgendwie weiter? Ist oberhalb. Ich glaube, wir müssen zurück. Wir sind ja irgendwie total wrong. Oder auch nicht. Erkundungsgebiet, das ist schon richtig. Da geht's nicht weiter. Und da sind wir gekommen. Den wollen wir ja nicht. Wo ist denn der Hans jetzt? Jetzt zeigt er uns. Achso, weil wir im Erkundungsgebiet sind. Okay. Gibt's irgendwie einen Tipp? Können wir... Kann Senju da noch irgendwas machen? Ich raff's nicht. Ich geh nochmal raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier dran richtig sind. Er hat ja gesagt, beim Reingehen, das sind die Tunnel, von denen der Gedöns gesprochen hat. Deswegen bin ich ein bisschen... Naja, du weißt ja, Explorer und so. 5 Meter, wir sollen runter. Runter und so. Wir folgen jetzt einfach mal schnurstracks den Weg, wie wir langkommen. Ruckel, ruckel.
Da geht's nicht lang, das heißt, wir gehen hier lang. So. Tauchen werden wir uns hier sparen. Da hinten muss es ja jetzt irgendwie weitergehen. Hoffe ich doch. Da oben. Langes Tunnelsystem. Alter Vater. Hopp. So. Die Frage ist, sind wir unten alleine? Alle Anhänger des Sobek frohlockt. Sprecht ihr eure Predigten und Gebete, mögen eure Opfergaben den einzig wahren Gott zufriedenstellen. Ihr wurdet nicht vergessen und solltet bei seiner Rückkehr für euren treuen Glauben belohnt werden. Okay, man hätte links rumgehen können, man hätte rechts rumgehen können. Wir gehen rechts rum. Missionsziel in der Nähe. Ist gefangen, okay. In unsere Richtung? Jo. Ein Freund bat mich, dich zu befreien. Also schön. Worauf wartest du noch? Ja. Ich könnte sagen, dass ich laufen kann, aber das wäre gelogen. Lass deinen Stolz beiseite. Ich trage dich. Wo ist er denn? Chronometer. Wohin musst du? Ich orientiere mich jetzt mal nach dem Punkt da. Aber hier zeigt er ja nichts an, oder? Map? Zeigt nichts an. Ja, dann latschen wir mal. Oh, wir sind schon mal 23 Minuten. Ja gut, das machen wir jetzt noch fix. Und den dritten und letzten, wenn es denn jetzt hier überhaupt richtig ist, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bring dich um! Okay. Jungs, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Kommen wir irgendwie durch? Oh, jetzt ist ja alles Aggro auf uns. Okay. Ganz schön knappe Sache. Hanichiru. So. Er ist doch nicht. Ich glaube, wir werden mal eben. Das war sehr klar. Hopp. Kommen die nach? Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und in der nächsten Folge. Alter.
Alarm! Angriff! Das war mir klar. So. Ja, es ist alles gut, Bike. Machen wir hier einen Cut und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.